Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Grow Projekt. Schön, dass ihr mit dabei seid, herzlich willkommen zurück. Und ich hoffe, euch hat die letzte Folge ein bisschen amüsiert. Euch ein bisschen fröhlich gestimmt. Also ich fand es irgendwie ziemlich lustig, das Zusammentreffen mit den diversen Personen. Und ja, wir haben Level Up in der letzten Folge. Wir haben ja auch in der letzten Folge schon darüber uns unterhalten, was wir mit dem nächsten Punkt machen wollen. Und diesem Ziel werden wir jetzt natürlich so schnell es geht nachgehen. Und mal schauen, was die Hohe Kammer zu unserem Anliegen sagt, ob wir diese Felder bekommen können oder dieses Feld bekommen können. Und wenn nein, haben wir eine Alternative. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber er hat es mir schon mitgeteilt, was seine Alternative wäre. Ich hätte schon sogar eher einfach auf kleinere Felder gesetzt. Was ist das denn? 1,1. Gut, die sind halt alle ziemlich klein, ne? Sind halt alle ziemlich klein. Guck mal da. So. Hallo? Hallo! Ja. Bernd, was machen wir jetzt mit unserem Punkt? Wie gesprochen oder was? Wie besprochen, wir warten aber noch auf Rückmeldung der Hohen Kammer. Wann kommt die? Ja, ich hoffe gleich. Ansonsten gehen wir da jetzt nochmal hin und rufen da nochmal an. Kein Bock hier 10 Stunden zu warten, kann ja nicht gut sein. Ja, ist eine gute Idee. Ah, ich sehe gerade, die Leitung ist belegt. Ja, eben war nur noch frei. Ja, danke da. Danke für nichts. Ne? Danke dafür. Aber du hast letzte Folge noch Korn verkauft? Ja. Das hast du gut gemacht. Ja, deswegen. Wir haben jetzt hier auch auf der 71 Truhe liegen, ne? Also. Oh, das auch noch? Oh nein. Ja, wenn unterm Helferlein also langweilig wird, meint er, was er zu tun hat. Oh, ich glaube, da muss ich noch vom Schock von der letzten Geschichte erholen. Ich glaube, der wird auch mindestens eine Woche lang beschäftigt sein auf der 77 jetzt, oder? Ey, aber das Gute ist, wir müssen es nicht machen. Also wir müssen dann die Ballen aufräumen, ja. Aber ich sag mal so, das ist mir noch lieber, als wir die ganze Zeit nur... Ja gut, ich wollte gerade sagen, runterfahren, ich mache jetzt auch nichts anderes. Mit dem Spaltgerät. Das ist eine widerliche Arbeit, ne? Das ist eine richtige Strafarbeit hier. Ja, wenn du unbedingt was anderes zwischendurch machen willst, kannst du auch gerne einen Anhänger hochbringen. Ich zieh das durch, Hannes, ne? Da gibt's nix. Ja, ich zieh das jetzt auch durch mit dem Dretten. Ja. Ich hau mich mal in die Warteschleife für die Hohe Kammer, okay? Ja. Okay, dann ich gebe dir gleich Bescheid. Ja. Gut, bis später. Bis später. Da. Weil wenn sie es jetzt entscheiden könnten, könnte ich hier unten halt weitermachen, weißt du? Jetzt fahre ich erstmal Querfeld, Beet hoch und zum nächsten und dann wieder zurück. Das ist halt sehr ärgerlich. So. Gute Besserung, Dankeschön. Ja, man hört immer noch, jetzt aktuell auf dem Montag, wo wir Aufnahmen machen, immer noch meine Erkältung. Die schleppe ich jetzt schon anderthalb Wochen mit mir rum. Es wird halt einfach nicht besser. Vor allen Dingen auch wunderschön, wie langsam dieser Drescher fährt, ne? 24 km/h. Wir kommen, glaube ich, wieder leider an dasselbe Problem wie in den letzten Projekten. Zu viele Paletten, zu viele Ballen, zu viel loses Material. Und schon geht die Performance leider ein bisschen runter. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer, als es jetzt ist, weil aktuell ist es noch auszuhalten.
3 Tage kommt die Erkältung, 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Weil es doch schon auch ziemlich häufig gewesen ist, dass ich einfach direkt Medikamente am ersten Tag genommen habe und alles war gut. Die haben das zu einem Feld gemacht, ne? Kann man das jetzt haben? Die haben das ja schon zusammengelegt, bei einem Feld. Das wären... auch nur knapp 2 Hektar, noch nicht mal. Natürlich, Männergrippe ist aber auch hartnäckig besetzt, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin froh, dass ich überhaupt noch lebe, ey. Ich wollte gerade nochmal sicher gehen, dass hier auch die Gerste drauf ist, ansonsten hätte ich den Weg jetzt einfach komplett umsonst gemacht, ne? Hol den Anhänger. Nee. Kartoffelverkauf. Üben. Silage. Hammer-Deal. Ja, Bernd hier. Also das Feld bekommen wir nicht. Warum? Weil das noch gebraucht wird für eine anstehende Quest. Genauso wie die 86 und die 21 oben von uns damals, der 22. Wenn das abgeschlossen ist, dürfen wir sie haben, aber das kann man noch nicht abschätzen, wie lange das dauern wird. Das ist doch nur ein Wochen, nur. Ja, aber das ist noch eine Quest reserviert, die jetzt kommt, aber man weiß nicht wann. Okay. Die hat einen festen Platz, die Quest. Okay. Deswegen. Hm. Bräuchte man was anderes. Also die 7 und die 886 fallen raus. Okay. Haben wir denn irgendeine Alternative da unten in der Nähe? Nee, ne? Eben nicht. Das ist ja mein Problem. Das ist alles so klein da unten. Das also lohnt eigentlich nicht. Die 63 kriegt ihr ja bei uns auch nur mit Kategorie 2. Haben wir jetzt der Ortung gelernt. Die 63? Ja, ist dann direkt da bei unserem Gratgeld am Hof. Ja, der 1,2 Hektar lohnt sich halt nicht, ne? Ja. Das lohnt sich halt gar nicht, das wäre viel zu schade dafür. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz, die 82 ist viel zu klein mit 1,25 Hektar. Die 75, die hat einen Konkurrent gekauft, die können wir nicht kaufen. Feld 10, die hat auch einen Konkurrent gekauft, wenn ich das richtig sehe, die können wir auch nicht kaufen. Hm.
Ist eine gute Frage, ne? Ich würde das halt gleich entscheiden, weil was weg ist, ist weg. Du weißt, wie es ist. Naja. Also wir können die 31 nehmen, wenn du willst. Was denn mit der... dann nimm die 31. Ich bin ja jetzt eh hier oben in der Ecke, also. Die ist rechts oben auf alle Fälle. Ja, ich bin doch eh hier jetzt am Dretten. Ach, du bist hier. Ja, okay. Dann hole ich uns die 31, weil die ist 2,7 Hektar. Das ist annehmbar. Ja. Okay, mach ich so. Danke, tschüss. Ciao. Ich brauche einen Anhänger. Hallo Bernd. Hallo. Du hier? Ah, okay. Hallo, ja. Ja, jetzt bist du irritiert, ne? Was los? Mir wird gerade ein anderer Gedanke noch durch den Kopf. Ja, dann schnell. Ich bin gleich in der Warteschleife. Ja, komm. Sind doch mal andere Leute jetzt dran, hier mitten in die Leitung zu belegen. Wir lieben dann auch hier die Felder, wenn die zusammengelegt sind, Ton, von Hofbesitzer. Was denn dann damit? Fragst du mich? Weil der Anton, der hat ja unten bei sich die Felder zusammengelegt, habe ich gesehen, ne? Hier die 53 und die 39 und 36, beziehungsweise 53, 54, 55. Da hat er alles zu einem gemacht. Ja, aber ist das dann eine große Fläche, oder? Ne, worauf ich laut will, ist, was ist denn, wenn der jetzt zum Beispiel dir die 35 liegt? Und dann ein Hektar Ding das nicht mal freiteilt und dann daneben das Ding nimmt. Und dann quasi eine Riesenfläche da unten drauf macht. Können wir auch machen. Mit man nur wissen, ob man das da. Ja, ich. Und wie das mal gewertet wird, wenn dann die Felder zusammengelegt sind mittlerweile. Ich ruf nochmal bei der Hohen Kammer. Warte, bleib mal hier. Ja. Scheiße, war das der? Ja. Einen wunderschönen. Hallo, Amter hier unten, den haben wir schon, glaube ich, auch mitgebracht. Hallo. Einen wunderschönen. Guten Tag. Wir haben eine Frage. Ja, dann hau raus. Wir haben jetzt ja aktuell ein Kategorie 2-Feld frei und wir haben auch den Punkt dafür. Ja. Wäre es theoretisch möglich, jetzt ein Feld zu holen, zum Beispiel die 58. Bin ich da falsch, Hannes? Nee, sind richtig. 58 und dass man im späteren Verlauf dann vielleicht sich die 55 holt und die zwei dann zusammenlegt. Ist das möglich? Also Felderzusammenlegung im Endeffekt. Ja, im Endeffekt ja. Die sind genau nebeneinander, ist genau die gleiche Höhe. Was ist da dann ein offizieller Weg zwischen? Nein, oder, gar nichts. Gar nichts ist da. Ist das zwischen. Nur ein Grünstreifen zwischen? Nee, ich glaube nicht mal der. Da, ist, also es, da sind 2 cm Grünstreifen da drüben. 2 cm Grün. Also das Feld 58 und 56 wäre das dann. Genau, das ist direkt unter Hof 1, wenn man das so sieht. Gut. Ja, also eigentlich geht die Frage in die Richtung um alle Felder, die sich da unten halt befinden. Die 56, 58, 55, 54. Weil die 54, 55, 53 hat der Anton da sogar so zusammengelegt. Deswegen kommen wir halt auf diese Frage. Okay. Ja, das muss ich dann mal eben genauer abklären, wie das jetzt, warum er das gemacht hat oder so. Ja, perfekt, wir warten, danke. Ich kümmere mich mal eben drum. Super. Weil dann könnte man da unten einen echt smarten Move dann drauf machen, ne? Ja, dann können wir tatsächlich. Was macht du? Ja, da können wir, weil das wäre in Hofnähe, das wäre flach und das wäre groß dann. Ja. Ist ja nicht alles, was du haben willst, ne? Ja. Mega!
Bin ja gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Wenn die Nein sagen, dann nehmen wir die 31 fertig. Ja. Ja, dann macht das halt keinen Sinn, aber du hättest halt schon echt was Sinn ergeben, wenn du da unten halt wirklich die ganzen Felder dir eh dann zusammenlegen kannst. Hatte da ein Riesenfeld. Das stimmt. Wobei das öffnet natürlich Tür und Tor für andere Ideen, ne? Gott, ist das laut. Hallo! So, da bin ich schon wieder. Guten Tag. Ja, also erfreuliche Nachrichten für ihn. Sobald da kein offizieller Feldweg oder sowas zwischen ist, dürfen sie Felder dementsprechend zusammenlegen. So groß, wie ihre Parzelle im Endeffekt dann nachher ist. Okay, aber es ist nicht so. Also wir reden immer von Feldern. Zum Kaufen der Größe wird Felder, wenn man auf dem Feld steht, gucken, wie viel Hektar das genau hat. Dann ist es immer richtig, okay. Aber manche Felder haben ja eine große Parzelle. Ja. Dadurch könnten sie dann das Feld erweitern. Ich verstehe das. Und wie gesagt, wenn da kein offizieller Feldweg oder sowas zwischen ist, dürfen sie das dann zusammenlegen. Okay. Ja, Hannes, was machen wir? Boah, Alter. Jetzt müssen wir uns halt drüber nachdenken, ne? Wenn wir das jetzt durchziehen da unten. Wir müssen halt bedenken, dass die Felder unten leer sind. Mittlerweile ja. Eben, deswegen, das ist auch noch so ein Punkt. Ja, dann lassen wir doch jetzt trotzdem hier oben das erstmal nehmen. Lass mich ganz kurz gucken. Ist leer, ich flipp aus. Was ist leer? Ich hab grad nach rechts unten geguckt. 30, 29, 28. Ja. Boah, das ist dasselbe Spiel, das ist leer. Also aber es bleibt ja auch dabei, dass wir wahrscheinlich für die zusammengelegten Felder, die der Anton hat und zusammengelegt hat, das wären ja jetzt knapp 1,7 Hektar. Das wäre ja dann aber trotzdem wahrscheinlich so, dass man da jeweils ein Kategorie 1 Feld freiteilen muss. Richtig, für, oder? Aber du musst dann praktisch die 55 nehmen, die 54 und die 53. Alles einzeln. Obwohl er die nun zusammengelegt hat. Ja, aber das, so wurde gerade gesagt. Aufgehen, gucken. Von dem Feld genau. Größten ändert sich ja nichts. Wunderärgerlich. Das genau, eben. Deswegen, also das ist wirklich immer dann das, was da drauf im Feld draufsteht. Okay. Hm. Ja, Bernd. Wollen wir hier unten dann anfangen, die zu holen, oder wird das bei der 31 bleiben? Ich würde tatsächlich echt gerne bei der 31 bleiben. Upsala. Dann bleiben wir bei der 31. Ja. Dann würden wir gerne die 31 okay nehmen. Lass mich raten, das ist der Hammerstiel. Hallo, ich würde gerne wieder ein bisschen ja. Ding verkaufen hier. Sag mal schnell, Gerte. Meinst du doch, dass du der Gerte bist, ne? Ja. Wer auch sonst, ne? Gerste, ne? Ja, Gerte, bitte. 10.570? Ja, bitte. Das ist zum Haar. Mittlerweile, wa? Wenn du küsst, ne? Ist unglaublich. Schon so. Unglaublich, aber wahr. Ja. Ich bin halt ein guter Händler, ne? Ein guter Spediteur. Ein super Dach auf jeden Fall. Das kann nicht jeder. Ja, das stimmt, ne? Es ist Staffel geliefert. Ich verdummt gerade. Jetzt geht. Bin gerade dabei. Geht zum Bioledle. Jetzt zum Bioledle? Du bist aber hin und her, wa? Na klar. Was soll ich machen? Wenn das am nächsten dran ist, dann fahre ich dahin. Ja, ich fahre jetzt von Süd nach Ost, nach West, nach Nord. Also irgendwie kriegt jeder was ab. Hauptsache Ding ist weg, ne? Ja, Hauptsache leer und ich kann weitermachen. Sind ja alle sehr beschäftigt. Der Bernd, die Adeltraut oder wie sie heißt. Adeltraut? Ich hab abgeladen. Ja. Mach ich wohl das Dickchen, ne? Und dann hast du fertig. Super, vielen Dank. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal kommen. Ich rufe an. Bis später. Ja, wie viel hast du denn noch? Definitiv noch 2 Fuhren, wenn nicht sogar 2,5. Ach, Junge, mess mich fertig. Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht einsetzen, wie viel da runterkommt, weil ich jetzt ein neues Feld gekauft habe und ich weiß nicht, ob das voll gedüngt ist, keine Ahnung.
Ich brauche langsam Urlaub von der Base. Ich auch. Da sind wir zum 2, nimmst du mich mit? Ja, ja, klar, wo fahren wir hin? Weiß ich nicht. Norderney? Nee. Nee. Ob südlich? Ja, warum nicht, ne? Ever. Ich würde den so, weiß ich nicht, Mallorca, Menorca, Ibiza. Aber das können wir auch machen. Madeira, keine Ahnung, da hungert irgendwas. Cadera? Was denn Cadera? Madeira. Ach so, ja, da bin ich bei. Dann Madeira. Ja, das ist, Madeira ist gut, ne? Fahr mal hin. Ja, alles klar. Dann bucht und holt mich ab. Ich buche, sag dir Bescheid, wenn ich alles fertig an. Alles klar. Gut. Dann mit Peter, ich ruf dich an. Jo. Wiederhören. Jo. No. Haben wir dann auch schon mal. Kipperfahrer, Dankeschön für den 8. Monat Prime. Schönen guten Abend. Kuss auf deine krummen Augenbrauen. Ehre. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Und Postdag, Dankeschön für 200 Biddies. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ehre. Nüsschen aufs Nüsschen. So. Haben wir jetzt ab die 38. Amat Deal? Ja, der Bernd hier. Hallo Bernd. 31 ist unser. Super. Dann kann ich ja weiter hier hin und her düden mit dem Dretter. Ich hab mich jetzt gerade wieder leer gemacht. Das kannst du gerne machen. Ich habe gerade gesehen, das nächste Feld ist leider auch nur Kategorie 2. Auch nur Kategorie 2. Ja. Ja, Seite, da hätten wir jetzt mit den beiden Feldern drin, da unten die halbe Miete gehabt bei unterm Hof. Ja, ja, aber wie, das kann ja keiner wissen, dass neben der Kategorie 3 in Kategorie 2 rauskommt. Warte, was? Ja, das meine ich doch. Oh, das ist ja, also, okay. Cool. Das ist assi, ne? Ja. Dann richtig assi. Ja, dann müssen wir die anderen Wege alle anfangen. Dann müssen wir die anderen Wege alle anfangen. Irgendwo muss der Kategorie 3 nicht was decken. Wir bekommen das raus, ob wir wollen oder nicht, also. Scheiße. Oh, dann doch zum Kotzen. Das ist wirklich zum Kotzen, ja. Aber gut, ist so wie es ist, müssen wir es so hinnehmen. Dann ja, schauen wir einfach, wie wir in welche Richtung wir dann das nächste gehen. Ja, vielleicht hat ja irgendwer einen Tipp. Ja. Wo vielleicht andere Leute tun unterwegs waren, weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, ich habe auch hier was stehen, da steht dabei, bei bla 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 ist aber, meine ich, eine Kategorie 3 Feld drin. Also es ist wohl möglich, dass die Bäume nicht gleich aufgebaut sind. Das ist ja, wow. Das, genau um solche Sachen eben zu vermeiden. Oh, wow. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Aber da recherchieren wir mal. Jetzt ist es eh, wie es ist. Müssen wir eh so nehmen, wie es ist. Aber kann uns denn wenigstens irgendwer sagen, wie viele Kategorie 3 dich hier drin verdecken? Ja, das glaube ich, kann dir niemand sagen, weil da müsste ja jeder schon alles aufgemacht haben, was nicht passiert ist. Schade. Aber es macht natürlich, wenn wir ehrlich sind, schon irgendwie Sinn, dass da jetzt kein Kategorie 3 Feld drin ist. Es gibt nicht so viele Felder über 3 Hektar hier. Das sind vielleicht noch 4, 5, dann ist Feierabend. Ja, aber man kann ja trotzdem mal fragen, ob das eine Richtigkeit hat. Das können wir so oder so machen, klar. Da würde ich dich aber vorschicken, weil du bist ja mit dem Feingefühl. Ich bin ja mit dem Feingefühl. Du weißt, dass ich die Akt raushole und die alle kleiner mache. Genau deswegen schicke ich dich vor. Okay, dann ruf ich da jetzt an. Ruf da mal an, aber lass die ganz, okay? Ich kann nichts verbretten. Ich bin mit dem Bretter, ne? Ja, ist kein Problem. Mach, wie du meinst. Nachher geht's mit, ne? Ja, ist wie es ist. Also, sag den mal, also muss ich dem Anton sagen, ich bin mit der Quest fertig mit dem Spalten. Ja. Ich sag das dem Anton. Gut, ich fahre jetzt bei 31. Jawohl, Tschüssikowski. Einen wunderschönen Amadil, dünnen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag Ihnen. Ich glaube, da ist ein Fehler unterlaufen.
glauben, da ist ein Flieger unterlaufen. Ja! Ich bin hier fast vom Dretter gefallen, hab einen Herzinfarkt gekriegt. Ich brauch ein Beatmungsdelt, Wiederbelebung, Reanimation. Okay, und wie ist der Fehler unterlaufen? Ja, der Bernd hat gerade unseren Talentbaum weiter freigeknallt und dann muss man mit Endetten fettnellen, dass die letzte Feldkategorie in Feldkategorie 2 fällt. War doch nicht richtig, oder? Warte, ich schau nochmal selber. Sie haben Feldkategorie 2 gesetzt, genau. Ja, haben wir gedettet, das ist richtig, aber dann kommt wieder ein Feldkategorie 2, das ist doch nicht richtig, oder? Ah, ich sehe gerade hier. Ich werde mich da mal eben drum kümmern, ob das so korrekt ist. Das wäre super freundlich. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, ich freue mich auf den Rückruf. Ja, kriegen Sie. Vielleicht hat er sie auch seine Richtigkeit, weil es so viele nicht gibt. Aber du brauchst ja trotzdem. Ja doch, das sind doch wohl mehr als 9 Felder, die mehr größer. Ja, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind mehr als 9 Felder. Wo du immer Kategorie 3 bräuchtest, um es zu kaufen. Ja, wir hätten dreimal die Möglichkeit, so weit runterzugehen. Das wären also insgesamt bei 3 Teams 9 Felder. Wir haben aber definitiv mehr als 9 Felder, wo du diese Kategorie bräuchtest. Deswegen weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass man sagt, so ja nö, hättest mal den kürzeren Talentbaum nehmen sollen, weil im kürzeren Talentbaum ist halt ein Kategorie 3 Feld am Ende angesiedelt. Keine Ahnung, kann auch sein. Aber wir wollen nur auf Nummer sicher gehen, dass das wirklich seine Richtigkeit hat, weil das dann schon sehr schade ist. Du nimmst diesen weiten Weg auf dich mit den ganzen Freischaltungen. Kurz mal Nasenspray gedonnert, Entschuldigung. Und dann ist das in Kategorie 2 am Ende wieder. Angeblich sollen die Bäume ja auch unterschiedlich noch aufgebaut sein. Sprich, dass wenn zum Beispiel bei uns jetzt in den ganz rechten oder ganz linken oder im mittleren ein Kategorie 3 Feld wäre, muss das nicht unbedingt heißen, dass es bei den anderen auch so ist. Würde für mich irgendwo auch Sinn ergeben, damit eben genau das vermieden wird, dass einer sagt so, oh guck mal, die sind auf dem rechten Pfad lang gegangen, da ist ein Kategorie 3 Feld drin, das machen wir jetzt auch. Aber ich hätte eigentlich echt schon fest damit gerechnet, dass wenn du die langen Dinger gehst, dass du da definitiv eins drin hast. Hammer Deal. Ja, ich nochmal. Also es Hallo. Ist versehentlich Fehler vom Computer, vom System her beim Schreiben gewesen. Okay, also wäre das nicht wirklich ein Dreier. Ja, korrekt, ja. Alles klar, super. Ich dachte, du und ich derbe hier. Nein, da ist uns leider ein Versehen passiert. Da müssen wir einmal unser Computerprogramm einmal überarbeiten. Alles klar, super. Dann meinte ich Zeit. Dann mit dir und den Tag. Ebenso, tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo Bernd. Hallo mit mir. So, ich habe jetzt mal ein paar Köpfe kürzer gemacht. Gut. Und dann wirklich ein Fehler im System. Ehrlich? Ja. Alter, was steht da denn für eine Drecksteuer auf unserem Hof? Weiß ich nicht. Was ist das denn? Also ein Fehler im System, das heißt, okay. Das nächste, was wir machen, ist wirklich dann Kategorie 3. Okay, das ist gut, dass du nachgefragt hast. Ja, ne? Ich bin nämlich hier fleißig auch am Dretten. Keine Ahnung, wie viel uns das Droh nachher bringt. Ich bin auch dann wieder bei fast 70% und muss dann wieder quer durch die Stadt fahren, um mich leer zu machen. Okay. Ich bringe jetzt beide Spatgeräte zurück. Spaten, ich weiß nicht, irgendwie Ding heißt das. Oder du kommst mit dem Anhänger einfach mal kurz vorbei. Ja, wir haben eine neue Quest, die wir zusammen machen müssten, Hannes. Das wären leicht verdiente 1500 XP. Was müssen wir da machen?
Wir müssen nur zum Händler mit einem Frontlader, müssen uns das Regal angucken und dann müssen wir mit einem Anhänger, der bereitsteht am Händler, alle Aufsätze für den Frontlader aufladen, die irgendwo hinbringen und dann in das Regal genauso einräumen, wie es am Händler gezeigt wird. Wollen wir eher das Feld leer machen? Können wir machen. Nur, dass du weißt, brauchen müssen wir beide anwesend sein für. Ja, können wir ja gerne machen. Aber ja. Ich würde jetzt so schnell es geht halt irgendwie versuchen hier, weil das eine ganze Menge, was wir hier in Getreide haben. Vielleicht reicht das ja schon für den nächsten Punkt. Können wir gerne machen. Ich würde gleich mal hochkommen zu dir mit dem Anhänger, okay? Okay, super. Okay, dann hören wir es gleich. Ja, meine lieben Freunde, das wäre es auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen raus, Abo raus, schreibt gerne wieder was in die Kommentare. Road to 10k, Follows hier auf Twitch. Schaut gerne vorbei, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde ich mich über euren Support natürlich auch freuen. Die anderen würden sich auch freuen, wenn ihr bei dem vorbeischaut. Auch alle in der Videobeschreibung verlinkt. Kuss auf die Nuss, liebe raus und tschüss.